89.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dieses komplette Auto einmal auf den Kopf gestellt, so kann man es sagen. Aber die Basis ist ein Feuerwehrfahrzeug gewesen mit ganz wenig Laufleistung. Wir sind bei 4Wheel24 zusammen mit Tobi Teichmann. Grüß dich, Tobi. Servus, grüß dich, Sven. Hallo, ja, danke, und schön, dass du da bist. Mit Nina Haß. Grüß dich. Hi. Ja, du bist Schreinermeisterin, Thema Innenausbau, wirst du mal bewerten. Du bist zuständig für unter anderem modularen Möbelbau, die Selbstausbauer kaufen können und sogar selber einbauen können. Ja. Warum? Weil das ist ja, da habt ihr ja gar nichts mehr dran verdient, oder? Naja, doch, ein bisschen was verdienen wir da schon noch dran, aber viele wollen da ja auch viel selber machen und es ist natürlich auch deutlich günstiger, wenn sie nicht unsere Arbeitsstunden bezahlen müssen, sondern das selber einbauen können. So, komm mal gerade mit, links neben mich, dass wir das sehen. Heute spielt das Wetter mal so richtig mit, Tobi. Super, ja, gestern war Regen, heute Sonne, so soll es sein. So soll es sein. So, und das hier, Basisfahrzeug, was ist das hier für ein? Ja, das ist ein Iveco 9016. Von dieser Baureihe haben wir schon 70 Stück gefertigt. Ist ein LF16 TS im ersten Leben gewesen. Das heißt, ein Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeug, das normalerweise eine lange viertürige Doppelkabine hat. Das heißt, die kürzen wir hier auf die bewährte Fernverkehrs-Fahrauslänge ein. Hat den Vorteil, man kann noch zwei Sitze einbauen, man könnte eine Liege einbauen, ein Notbett einbauen. Ist gerne gesehen, Fahrzeug hat 3,50 Meter Radstand und wir sind in der Lage, hier Kabinen aufzubauen bis zu einer sinnvollen Innenlänge von etwa 4,50 Meter. Das ist jetzt hier eine 4,45er Kabine mit dem Innenmaß, das ist unsere Komfortkabine. Wir haben die auch als Standardkabine etwas kürzer. In der kürzeren Variante ist es auch, wenn man sich ein bisschen mit den Einbauten und mit den Anbauteilen zurückhält, ganz, ganz einfach die 7, oder der Werkstattleiter kommt auf dem Fahrrad heute und bedient uns extra dankenswerterweise. Da darf ich sehen, du hast ein Kona-Bike. Das ist ja sensationell. Also Leute, die sich auskennen, Kona, eine Kultmarke, ja, ne? Aus Amerika. Und ja, mit Fox-Fahrwerk und allem drum und dran. Das ist ein richtiges Downhill-Enduro. Also das ist so. Du fährst selbst Downhill? Ja, gelegentlich. Früher etwas öfter. Jetzt möchte ich gerne wieder damit loslegen. Und, ja, stell dich mal kurz vor. Du bist? Ich bin der Toni. Und wir haben uns ja das ein oder andere Mal schon getroffen. Ich bin Werkstattleiter bei 4Wheel24 und ja, das ist auch mein Dienstmoped quasi. Ja, du machst in letzter Zeit nicht so viel Sport, oder? Nee, ist richtig. Also ein bisschen atmest gerade. Naja, gut, mit so einem Zusatzgewicht, ne, da ist es auch klar. So, was hast du gelernt? Ich bin Kfz-Mechatroniker und jetzt mittlerweile halt eben Werkstattleiter hier. So, du hast noch einen Meister? Ja, genau, richtig. Also das wollen wir mal nicht unter den Tisch graben. Dann vielen Dank erstmal zu dir, denn er ist Werkstattleiter, bis zu 40 Leute. Das gute Kona, 27,5, sehr schön. So, sie macht's mal auf. Vielleicht nochmal Basis. Also wir fangen nochmal bei Null an. 89.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer mit einem Jahr Garantie. Die Kabine ist dabei. Genau. Was ist denn dabei, was wir hier sehen? Genau, also im Endeffekt ist es eine leere Kabine, aufgebaut auf unserem 4Wheel24 Zwischenrahmen. Die Einzelbereifung ist dabei, die Lackierung von Fahrerhaus und Kabine ist dabei. Die Eingangstür ist dabei und ein Fenster ist dabei, damit man Licht reinbringt. Der Rest ist alles modular bzw. aufbuchbar. Wir können natürlich auch nach Wunsch mehrere Fenster einbauen, Klappen einbauen, Modifikationen vornehmen, wie hier die LED-Scheinwerfer, die auch nicht dabei sind. Aber die Originalscheinwerfer sind dabei. Die Originalscheinwerfer, das Fahrzeug ist TÜV abgenommen, als wenn es noch leer ist, LKW-Kastenwagen. Zustand vom Fahrzeug. Zustand vom Fahrzeug ist, es waren alles Feuerwehrfahrzeuge, die haben jetzt in der Basis zwischen 15.000 und 25.000 Kilometer gehabt. Insgesamt? Genau, die machen wir technisch wieder einwandfrei. Das heißt, die Einspritzsysteme werden regeneriert, die Bremsen werden regeneriert. Alle Teile, die wir wissen, die problematisch sind und gleich Probleme machen, werden im Vorfeld getauscht. Ja, die Stoßstange wird verschlossen. Der hat ja normalerweise als Feuerwehrauto eine Vorbaupumpe. Der Rahmen wird lackiert. Wie du siehst, wie es bei diesem Fahrzeug auch ist, alle Komponenten überholt, ertüchtigt, wenn es notwendig ist und mit einem frischen TÜV zulassungsfertig, wie gesagt, ohne Wohnmobilausbau noch als Sonder-Kfz bzw. als LKW-Kastenwagen. Neue Felgen, neue Reifen? Neue Felgen, neue Reifen, ein 400 Liter Kraftstofftank, wie er hier verbaut ist, zwei Staukästen auf der Fahrerseite als Schutz vor seitlicher. Ein 400 Liter Kraftstofftank? Genau, ja, also den verbauen wir hier mit in dem Paket
Also ist gut für fast 2000 Kilometer Reichweite. Was nimmt er so? Ja, also das Auto ist sehr, sehr sparsam, gehört zu den sparsamsten, die ich so kenne in der Kategorie. Also wir haben Kunden, die fahren den mit 18 Liter. Ich würde mal sagen, die Spreizung ist tatsächlich bei 17, haben wir auch welche 17. Unterfahrschutz dabei? Ja, Unterfahrschutz dabei. Der Reserveträger hier, Reserveradträger ist optional. Der kostet ziemlich genau mit Anbau 3.500 Euro mit diesem Galgensystem. Ist auch gleichzeitig ein Grundträger für den Motorradträger, wenn das jemand noch wollte. Nachrüsten geht? Nachrüsten geht. Das ist alles so adaptiv gebaut, dass man es nachrüsten kann. Es ist die Beleuchtungseinheit natürlich dabei. Also der Unterfahrschutz ist auch als klappbarer dabei wie hier. Also den kann ich für den Geländeeinsatz, dadurch, dass ich ihn entarretieren kann, kann ich ihn nach oben klappen in eine Offroad-Stellung. Der ist neu. Den bauen wir neu, das ist unser eigener Unterfahrschutz. Der ist also auch für solche Fahrzeuge gebräuchlich. Ne? Ja, hier ist noch ein Gastank verbaut, wie man sieht. Deswegen ist die Kupplung da dran. Hier ist noch eine Heckkamera verbaut. Hier ist auch die Komfortkabine verbaut, die etwas länger ist. Also vielleicht noch mal kurz zur Kabine. Das Ganze ist eine massive Alu-Sandwich-Konstruktion. Kein Fachwerkgerippe innen drin, sondern nein, durchgehend. Das ist also, wir bauen da immer im gleichen Style unsere Profikabinen auf, auch mit High-Impact-Außenhauten, also mehrfach faserverstärkt. Die Kabine ist hier eine Sandwich-Kabine. Mit diesen starken Aluminiumverstärkungen, also auch mit unseren Winkelprofilen außen. Das downsizen wir nicht für einfachere Projekte, sondern wir machen das alles in der höchsten Güte in einem Prozess, den wir nicht verändern. Also das heißt, maximale Stabilität, integraler Rahmen, kältebrückenfreie Konstruktion mit unserem bewährten Zwischenrahmen. So, die Türen hinten zum Kofferraum, wenn da einer wäre, wären die dabei? Nee, die sind nicht dabei. Also ich habe ein Fenster drin und die Tür und da Stauklappen wie auch weitere Befestigungssachen. Fenster ist ein Standardmaß, Meter auf 50, also so die Fenster die, ungefähr, was kostet was? Echt klasse? Kostet normal so 1500, 1600 Euro. Etwa. Also wenn ich noch ein Fenster haben will, kann ich einfach wählen. Genau. Aber wenn ich jetzt diese 89,9 da hinlege, kriege ich das Auto, wie es hier steht, ja. Nämlich sogar mit diesen zwei Staukästen sind dabei? Genau, die Staukästen sind dabei, weil die benötigen wir als seitlicher Unterfahrschutz. Natürlich der Aluminiumkotflügel ist dabei, die Lackierung ist dabei, die Beklebung in vorderster Front vom Fahrzeug ist dabei. So die Aufarbeitung, die neuen Felgen, die neuen Reifen. Ne? Genau. Garantie ein Jahr? Garantie ein Jahr, ne? Also ab Auslieferung. Ne? Und die Ketten sind auch dabei, die Einstiegsketten sind immer so ein Gimmick, das machen wir. Darf ich mal reingucken in den? Ja. Ist der schon in Gebrauch jetzt hier? Der ist schon in Gebrauch, der ist auch schon im Teilausbau. Die Nina ist mal so freundlich, holt den Schlüssel. Den haben wir an der Eingangstür stecken lassen. Der kam jetzt noch mal rein, weil wir hier noch ein paar Adaptionen machen. Wir verbessern gerade auch noch, das Heck hatte hier ein bisschen Lackprobleme. Das machen wir gerade noch mal neu, also das Heck von der Kabine. Und wir haben ein paar Anbauteile dran gebaut, wie unter anderem die Druckluftabgänge. Das GFK ist hochgradig ausbesserungsfähig. Das heißt, also wenn hier irgendwas passiert, irgendwelche, was weiß ich, ein Träger fährt mir rein, ich habe ein Loch drin, passiert selten, aber wenn es passiert, man kann es ausbessern. Genau, das GFK ist immer sinnvoller als die Aluminium-Variante, weil ich es leichter, dadurch, dass wir es nachlaminieren können, wieder reparieren kann. Ne? Also das heißt, ich empfehle hier durchaus den Werkstoff, weil er sinnvoller ist als Aluminium in dem Zusammenhang mit dem Kabinenbau. So, man kann es gibt übrigens bei im Schlüssel- und Schuhdiensten solche kleinen farbigen. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen schwer getan, weil der Schlüssel abweicht vom Original. Ne? Ja. Das ist so ein kleiner nur. Man kennt ihn aber beim 9016, dass er Doppelzacken hat, dass er symmetrisch ist auf beiden Seiten. Genauso wie ich mir ein bisschen schwer tue mit dem LKW-Schlüssel. Weil das ist nochmal Kabine, dann müsste das der LKW sein, weil es nachgemachte Schlüssel sind, die vom Iveco-Original abweichen. Ja, hier ist optional noch reingekommen ein Lederlenkrad, das ist nicht dabei. Unsere 4Wheel24 Stoffsitze, die sind auch nicht dabei, ne? Aber normalerweise sind, das haben wir in den anderen Videos gezeigt, da die Original-Iveco-Sitze verbaut. Das kann man nachrüsten? Das kann man alles nachrüsten, das ist optimal. So ein Sitzpaar verschluckt aber allerdings auch so roundabout 4.000 Euro. Ne? Die sind mit Einbau, weil die Konsolen sind Sonderkonsolen, die angepasst werden müssen. Schwingen die Sitze? Das sind druckluftunterstützte Sitze, die schwingen nicht nur, die haben eine dreifache Lordose, die haben Sitzheizung, die haben einen Auszug der Front hier, ne? Das heißt also eine längere Beinunterstützung. Ich kann die in der Dämpfung verstellen, ich kann sie kippen und kann auch die Dämpfungssteifheit verstellen. Also das ist ein Premium-Sitz, den wir uns so mit einem Fertiger zusammen ausgesucht haben und den auch auf unsere Bestellungen produzieren lassen. So, ne? was hat der jetzt drauf? Guck mal. Ja, ich könnte mal gucken, aber ich denke auch 36, glaube ich. 36.577 Kilometer.
So, jetzt sieht man, eingefahren, ne? Zustand, ihr habt alles General überholt, richtig? Ja, na, alles General überholen tun wir nicht, aber wir tun alle neuralgischen Punkte, die wir wissen, überholen, weil das Auto hat ja original so wenig Kilometer, dass einfach viele Komponenten fast nahezu neuwertig sind. Ne? So, Bremsanlage, was ist das? Ja, das ist hier eine druckluftunterstützte hydraulische Bremsanlage, also das heißt hydraulisch wie beim Pkw noch. Das Auto hat eine Druckluftanlage, hat für den Feststellbremsenbereich einen normalen Federspeicher wie jeder LKW. Ist schon für ein Fahrzeug, was für ein Baujahr haben wir hier, können wir mal gucken, was steht hier. Ihr seid mit dem Auge noch ein bisschen... 1987. 87 ist er, na, das heißt... Das ist, glaube ich, das Geburtsjahr von Nina. Nicht ganz. Nicht ganz. Was, was bist du? Ich bin 2000er Jahrgang. 2000? Ja. Du bist das, Millennium. Das Millennium. Na, hast du einen Stock? Nee, gut, ich guck mal gerade. So, Alice... LF16TS, ja. Ja, erhalten hier die ursprüngliche Feuerwehr-Typisierung. Es waren Löcher drin, so als Mahnmal und als Erinnerung noch auch, wo das Fahrzeug kommt. Guck mal, hier, ne? Da gibt es keinen Rost, oder? Bei nee, das ist alles glied gut, wie man hier sieht. Ne? Alles, wenn es der Fall wäre, aufbereitet, aber in der Regel ist es alles so gut. Alles mit neuen Schrauben besetzt. Ihr habt alles abgeschraubt, habt alles hier gestrippt. Wir machen auch zum Lackieren. Es ist nicht so, dass wir hier eine Verkaufslackierung machen, sondern ja, die Türen sind komplett ausgebaut. Das sieht man, dass die Schrauben hier neu sind. Drunter wird auch lackiert. Hier wird alles entfernt und ausgebaut. Wenn es notwendig ist, oft haben die Fahrzeuge hier im unteren Bereich Korrosion, setzen wir neue Bleche ein, verschweißen das, versiegeln das sauber. Die Einstiege sind neu mit so einem spezial widerstandsfähigen Lack rauslackiert. Das ist alles demontiert gewesen. Das ist jetzt nicht hier, das siehst du auch in den neuen Schrauben. Das machen wir. Also du hast keinen Farbnebel auf den Reifen? Nee, wir haben auch die Räder sind beim Lackieren gar nicht montiert. Wir lassen da immer die alten, kleineren Räder hier noch drauf. Aber es ist alles eigentlich zerlegt. Die Spiegel sind abgebaut, wie man sieht. Deswegen seht ihr überall neue Schrauben, weil wir machen das alles neu. Ne? Ja, das ist ein permanenter Allradantrieb, genau. Mit einer Geländeuntersetzung noch. Genau. Insgesamt wie viele Gänge? Also wir haben 5 Vorwärtsgänge, die wir nochmal reduzieren können mit einer Untersetzung. Das bedeutet 10 Gänge insgesamt, also eine Geländeganggruppe und eine Straßenganggruppe. Permanenter Allradantrieb, wie du richtig gesagt hast. Rein 6-Zylinder-Motor aus dem Hause Deutz mit 6,1 Liter Hubraum. Luft. Luftgekühlt und Turbo aufgeladen, ein sehr ruhig laufendes Aggregat. Mach mal an. Ja, ich mache mal an, der auch sehr sparsam ist. Also wir sind da immer sehr begeistert. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wie wenig wir brauchen. Ja gut, wir haben jetzt Video Nummer 15, die Begeisterung. Aber er ist wirklich begeistert, oder? Ja, natürlich. So, du hast wann die Prüfung gemacht zum Meister, Meisterin? Im Oktober letzten Jahres. Also noch gar nicht so lange her. So, das Gesellenstück kenne ich schon, das ist eine Weinbar. Nee, das war das Meisterstück. Das Meisterstück. Genau. Gesellenstück? Gesellenstück war eine Vitrine, eine hängende. Genau. Das noch hin. Ja, ich schaffe das schon. Ich guck mal grad. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist er leer? Da ist er. Ah, hast du gemerkt, er hat ihn ganz kurz nur angelassen, er ging direkt an. Ja, ist doch super. Hat er noch Glühkerzen? Der hat keine, das ist ein Direktstarter, also ein Direkteinspritzer. Der hat keine Glühkerzen, der hätte nur eine Flammrohr-Vorglühanlage, die brauchst du aber nicht. Der springt genauso wie jetzt auch bei minus 10 Grad an. Echt? Ja. Ist das ein Fahrzeug, was man auch zum Beispiel Bundesgrenzschutz hätte einsetzen können? Hätte man, ja. Und man kann es vor allen Dingen überall in der Welt reparieren lassen, weil es noch keine Elektronik und keine Steuergeräte hat. Also es ist eins von der Weltreisetauglichkeit, eins mit der besten Konzepte, die man benutzen kann. So, da ist ein Bosch-Steuergerät drin. Da ist nur ein Bosch-Steuergerät für den Blinker drin. Ansonsten hat er überhaupt keine Steuergeräte. Kein CAN-Bus? Kein CAN-Bus, kein gar nichts. Da geht auch noch ein Seil vom Gaspedal zur Einspritzpumpe. Also das heißt, es ist alles klassiklein, mechanisch und ohne Sachen, die einfach störend oder leichter Probleme machen, wenn sie ein Problem haben. Ne? 24 Volt? 24 Volt Anlage, natürlich. Permanenter Allradantrieb, 5 Gänge. Motor Deutz, Getriebe ZF, Verteilergetriebe G-Track, also die Global Namen im Nutzfahrzeug oder Maschinenbau. Ne? Also der Motor ist massenhaft. Wenn du den neu kaufen würdest jetzt, was würdest du da, wenn es den noch gäbe? Wenn es den noch gäbe, meinst du, was er kostet? Oder? Ja, 80 oder so. Ich denke, die Kosten würden dann so momentan ja um die 80.000 kosten. Ja. Ja, das ist so. Also aktuell wäre jetzt ein zum Beispiel ein Atego 4x4. Ja, wäre eine Variante, ist aber als Basisfahrzeug fast eine Tonne schwerer. Das heißt, wenn jemand nochmal versuchen möchte, die 7,5 Tonnen Grenze zu erreichen, ist es eigentlich nur mit so einem älteren Fahrgestell möglich. Weil dieses Auto wiegt nackt als Fahrgestell etwas um die 4 Tonnen
Und der Ateco wird schon so 4,6, 4,8 haben. Ja? Okay, mit der Kabine, was wiegt der denn leer? Mit der Kabine leer, wir haben da mal Gewichte gehabt, die lagen so um die 5,5 etwa. Na, da geht es los mit der kleinen Kabine. Also das heißt noch etwa 2 Tonnen für den Ausbau und Beladung. Ist ein Wert, damit kann ich arbeiten. In der Regel war es so, dass die Fahrzeuge, wenn sie fertig sind und leicht gehalten werden, noch roundabout 500, 600 Kilo Zuladung hatten. So, ja. Druck hat er jetzt, das heißt, er braucht zum Starten keine Luft. Der braucht zum Starten keine Luft. Jetzt hört man, dass die Drucktanks voll sind, deswegen hat er gerade abgeschaltet und jetzt könnte man natürlich auch losfahren. Aber ich denke, wir machen ihn wieder aus. Ja, machen wir aus. So, das Ausmachen, da gibt es nämlich einen Fußschalter, der geht auch nur, wenn Luft da ist. Genau, also hier ist die kombinierte Motorbremse, die auch dazu notwendig ist, ihn abzuschalten. Also die bremst auch wirklich? Die bremst auch wirklich. Ne? Es ist natürlich drehzahlabhängig, eine Staudruckbremse, die macht eine Klappe nach dem Turbolader im Abgasdrang zu, komprimiert somit die Gase und damit bremst der Motor über die eigene Bremswirkung des Systems. Und das ist natürlich ganz gut, weil man damit ein bisschen verschleißfreier mit der Bremse umgehen kann. Der ist sehr leise. Also der ist wirklich vom Innenraum fast aktuell. Ja, man hat immer früher gesagt, luftgekühlt ist gleich lärmgekühlt. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Das bedeutet, das Fahrzeug hier läuft genauso ruhig wie ein Mercedes aus der ähnlichen Jahrgangsbaureihe. E-Klasse. Ja, zum Beispiel ein 917, ein sogenannter LK. Ne? Eine E-Klasse mit einem Dieselmotor ist wahrscheinlich genauso laut. Ne? Verstehe. Also das heißt, hier ist es, E-Klassen gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich glaub, stimmt, das war, da war das W124. W140, glaube ich. 140. Also es gab schon eine E-Klasse. Ja. Nee, das war W140, war S-Klasse. W124 ist der schöne, haben wir da oben noch einen stehen, den gab es zwischen 85 und Die haben die Ärzte 96, gefahren als Kombi. Ja, genau. Ich habe einen in Weiß oben, in so einem gepflegten Weiß. Ne? Ich wollte ihn immer der Nina anbieten, aber ja, ich hatte auch einen Viergang-Automatik, W124 als Diesel. Der zog nicht die Wurst vom Brot, aber er fuhr und unkaputtbar. Ja, ich finde ihn aber mittlerweile wieder cool. Also kann man sehen. Ne? Was ist das hier, AdBlue? Ja, das ist ein Lückenfüller, sagen wir dazu. Das ist ein einfacher Händewaschtank, den wir hier anbringen. Wenn du außen vielleicht einen Grill hast, kannst du hier noch deine Hände waschen. Also ein Wassertank. Den sehr haben wir praktisch, einfach mit in diese Lücke integriert und den Tank ein Stück weiter nach vorne gebaut. So, jetzt hast du ja unglaublich viele Möglichkeiten. Nina, du hältst mir mal die Leiter. Warte, ich guck mal gerade, ob wir die nicht besser. Ihr halt mal beide. So, ich guck mal, dass ich euch nicht. Soll ich dir das Mikro halten? Nee, es geht. Wenn ihr haltet, wäre gut. Dann. So, ich bin drin. Wow! Nina, komm mal hoch. Ja. Du warst schon drin in der Kabine? Nee, ich war ja auch nicht drin. Die ist mega. Die ist mega? Die ist mega. Die ist mega, das ist richtig. Das stimmt. So, Oberflächen Bambus? Ja. Ja. Bambus, sehr hart, oder? Bambus. Ja. Sag ja. Gut. Ja. Dann Sitzgruppe hier, klassisch. Geh ruhig mal vor, Nina. Ja. Lass mal sehen. Ein toller Ausbau, oder? Ja, wir haben hier einen Selbstausbau, wo der Kunde wirklich einen richtig hohen Anspruch an die Sache hat. Und wir, also alles, was ihr hier drin seht, haben nicht wir gemacht, sondern hat der Kunde im Eigenregie im Selbstausbau gemacht. Großes Kino. Großes Kino, klassischer Schnitt. Das heißt, wie wir es häufig schon gesehen haben, Eingangsbad mit Dusche im Eingang. Na, hier fehlt noch die Armatur. Das ist die Dusche. Die wächst noch hin. Da drüben auf der anderen Seite wird die Toilette sein. Das heißt, man hat, wie wir es häufig verbauen, hier diese Tür mit dem Doppelanschlag. Nina, tschüss. So, ich zeig mal, da ist eine Trenntoilette, auch im eigengebaute Trenntoilette, wahrscheinlich mit einem Standardeinsatz, kleines Waschbecken. Da wächst gerade ein Regal hin, Beleuchtung ist auch schon alles am Mann. Heißt, ich krieg von dir das Auto fix und fertig, jetzt kommt es noch besser. Du kannst sogar, bevor das Auto fertig wird, wenn ihr jetzt den Auftrag erteilt, ihm auf einem Hänger den Aufbau schon bringen, da kann er schon mal anfangen. In dem Fall auch so. Der Kunde hatte die Kabine bei sich auf einem Anhängerfahrgestell, hat schon mal den Ausbau angefangen. Ich sagte den Kunden dann immer, bitte macht das Bett und die Küche, weil dann ist schon Koch- und Schlafgelegenheit mit an Bord. Und damit können wir das Fahrzeug schon als Wohnmobil typisieren. So war es auch in dem Fall. Wir haben da gleich ein Wohnmobil drauf gemacht, um einfach möglichst schnell dann tatsächlich ein einsatzfähiges Fahrzeug zu kriegen. Was hat das im Vorteil, wenn es ein Wohnmobil ist? Ist es von der Versicherung?
Versicherung? Oder? Ja, es ist ein Versicherungsvorteil, es ist natürlich auch ein Fahrvorteil. Es gibt ja Lkw-Fahrverbote, da muss ich dann gar nicht mehr drüber diskutieren. Aber nicht für den gewerblichen Bereich, oder? Doch auch. Naja gut, ob das jetzt gewerblich oder privat ist, ist immer Diskussionsgrundlage. Und ich habe in manchen Ländern natürlich auch einen Geschwindigkeitsvorteil. In der Schweiz darf ich zum Beispiel 100 fahren. Ne? Also das heißt, mit dem Monobil bist du... Unter 7,5 Tonnen. Unter 7,5 Tonnen dürfst du auch in Deutschland mit dem 100 fahren. Ne? Also das heißt, auch das wäre möglich. Mit der Bereifung läuft der so ungefähr zwischen 105 und 108 Stundenkilometer. Ja, klassischer Schnitt, haben wir schon mehrfach gesehen, wird immer wieder gern genommen. Eingangsbad mit dem Tank unten drunter, Dinette gegenüber sitzend, natürlich hier reduziert auf eine Länge von 4,45 Meter. Kunde steht so ein bisschen auf die Höhle, deswegen... Finde ich total cool. Also es ist so Alkoven-Style, ne? Nur ein bisschen höher. Ne? Sag mal, die Sonne brezelt ja gerade voll drauf, hier ist schön kalt drin. Ja, natürlich. Das ist einfach ein 60 mm Sandwich mit einer ganz, ganz hochwertigen Isolierung. Ist sie begehbar, das Dach? Das Dach ist voll begehbar. Ne? Also das heißt, du kannst da drauf laufen, du kannst auch da drauf tanzen, aber mit mehr als zwei Leuten würde ich das nicht machen. Zwei Autothermen drin. Ja, dann hast du hier Sitzgruppe umbaubar zum Bett wahrscheinlich. Ja, zu einem kleinen Bett natürlich hier mit einem relativ übersichtlichen Maß, weil wir haben ja nur 4,45 Meter innen. So, die Fenster sind dabei. Was sind das für Fenster? Das Fenster ist dabei. Das ist jetzt hier ein Echtglasfenster, eine Aluminiumkonstruktion. Ist jetzt, sagen wir mal, ähnlich wie in Outbound, nur in einer Aluminiumkonstruktion mit einem Sonnenschutz. Eines von den Fenstern sind dabei. Positionierung nach Wahl. Hier ist jetzt auch schon Standard verbaut, etwa beide 1,40 Meter bzw. 1,50 Meter. Ne? Das sind so die Standardfenster, die man oft für Küche und Dinette verwendet. Das heißt, ich investiere nochmal wie viel Euro mehr? 1.500? Ja, das ist so, wenn du jetzt Fenstertüren und Klappen machst, ist das immer ein Betrag, je nach Hersteller. Viele wollen ja dann Echtglas, macht ja auch Sinn, um kein Kunststofffenster zu verbauen. Ja, ja. Investiert man immer so zwischen 8.000 und 15.000 Euro, je nach Hersteller. Ja. Und ja, ist schön gemacht. Das heißt, wenn ich mich handwerklich ein bisschen das zutraue, jetzt wurde hier alles selber gemacht, das ist echt schön gemacht, aber wenn man das nicht kann, so Möbelbau, du bist ja Schreinermeisterin, dann kann man das Ganze bei dir als Bausatz bestellen. Genau. Und das bist du gerade am Vorbereiten. Ja. Da spart man jede Menge Geld, weil man den Einbau selber macht. Ja, klar, die ganzen Arbeitsstunden für den Installationsaufwand, der wird ja dann an die Kunden abgegeben und wenn die da ein bisschen begabt sind, so wie hier zum Beispiel. Die kommen ja nicht als Bausatz, sondern die einzelnen Möbelstücke sind fertig aufgebaut. Ja. Genau. Also die Möbel halt sind fertig, die müssen dann nur noch eingebaut werden. Die müssen noch reingeschraubt werden. Also es ist nicht so wie bei Ikea, dass du irgendwie eine Imbusschraube kriegst und so ein kleines Werkzeug und du musst sie dann zusammenbauen. Nein, die sind wirklich miteinander... ihr habt da Leimverbinder? Oder? Genau, wir verleimen die und haben Lamello-Verbinder zusätzlich. Da werden wir dann demnächst auch wahrscheinlich auf Dübel umsteigen, weil wir die CNC haben. Mhm. Also wir achten da schon drauf, dass der Möbelbau an sich schon sehr stabil wird. So, jetzt mal den Kissmann schön eingebaut. Also schöne Installation hier, muss man sagen. Das kann man sich selber bauen. Wenn man das nicht kann, du bietest so Fahrzeuge auch fix und fertig an. Sowas kostet hier 250, wenn es fertig ist? Also ja, ein bisschen über 250 braucht man schon. In der Regel sind es so, dass wir... Ja, da kommt dann das eine oder andere noch dazu. 1.000 Arbeitsstunden ungefähr? Ja, also der Innenausbau tatsächlich. Ne? Also man dürfte es nicht unterschätzen, auch wenn die Möbel da sind, ne, dass es falsch rüberkommt. Das ist nicht so, dass du an einem Wochenende das Auto fertig hast, dann fängt die Arbeit erst an. Also selbst für geübte Leute werden da immer noch 800 Stunden bleiben. Ne? Mhm. Also ich sage eher für einen kompletten Ausbau hier, wenn jemand die Möbel auch selber baut. Also 100 Tage, 100 Arbeitstage. Ja, 100 Arbeitstage oder auch dementsprechend viele Wochenenden. Also viele sind da am Anfang ein bisschen frustriert, weil sie denken, sie machen an einem Wochenende relativ viel. Ja. Und sind dann erstaunt, was sie überhaupt fertig bekommen haben. Also das ist schon ein Projekt, ein zeitraubendes Projekt. Und wenn man, sagen wir mal, halbwegs begabt ist und die Möbel nicht von uns bekommt, können es auch mal 2000 Stunden allein für den Innenausbau sein. Ich miet mir einfach die Nina. Dann, aber du hast viele Anfragen. Also selbst die Eltern wollen irgendwie noch ein Tiny House, wollen sie bauen und so. Das geht nicht. Und deswegen habt ihr ganz viele CNC-Maschinen jetzt beschafft. Mastervolt hier eingebaut, schön. Darf ich mal in den Schrank gucken? Einmal ganz kurz. Ja, wir machen den mal auf. Ich hoffe, dass der Peter uns nicht abstraft. Den habe ich nämlich gar nicht gefragt. Vielen Dank an deiner Stelle, Peter. Dass ich das jetzt. Aber der Ausbau ist wunderschön. Also es ist wirklich... Jetzt muss man wissen, wie es funktioniert. Man muss es noch drehen. Guck mal, ich bin Druckverschlüsse plus da drehen. Ist das Elektrokonzept verbaut und ich würde mal sagen... Das kann man, zeigen. Was meinst du, ne? Warte. Peters Schuhe. Okay. Ja. Wow. Sagen, da war ein... Ja, man muss dazu sagen, der Peter, der ist auch bewandert. Der ist Ingenieur.
Der kann was, ne? Also das heißt, er hat hier Mastervolt, ne? Vom Feinsten. Ja, auch sauber, super sauber auf, aber nicht nur eine. Guck mal hier unten, das Lithium-Paket steht da unten drin. Ja. Und er kennt sich dann auch aus mit Mastervolt. Das Ganze ist nicht trivial, es kommt aus dem Schiffsbau. Ja. Und hier ist zum Beispiel, das ist allein der Solarladeregler, der hier oben ist. Guck mal, Nina. Ja. Das Ding hier. Ein dickes Ding, was hier da ist. Groß. Es ist gedacht wirklich für Häuser sogar. Das heißt, du kannst damit ganze Tiny-Häuser ausstatten mit viel, viel Inhalt. Aber schau mal die Zuleitungen an. Das ist alles 95 Quadrat. Genau, ja, das liegt aber auch daran, dass wir hier auf einen 12-Volt-Bereich kommen und natürlich nochmal andere Querschnitte brauchen. Das ist vollkommen richtig. Guck mal, hier hat es auch beschriftet: 95 Quadrat. Ja. Und wir bauen ja lieber auf, ein bisschen lieber auf 24 Volt, weil damit haben wir nur einen halben Querschnitt. Ne? Mhm. Und wir können es auch leichter bisschen auf das Auto adaptieren, wobei hier spielt keine Rolle. Die ganzen Schutzschalter hier, dass du die PV abschalten kannst. Das ist abschaltbar, das hat er alles aus dem, also hier ist elektrisch an nichts gespart. Na, hier in dem Schrank, was würdest du sagen? Kühlschrank hier. 15.000 Euro. Ne, das langt nicht. Allein das Lithium-Paket, was unten drin ist. Also hier 20.000, ja. 20.000 verbaut. Verbaut plus Arbeitszeit. Und schön verbaut. Ne? Ja, also absolut. Wirklich, man sieht, hier ist großes jemand Kino am Werk, was echt großes Kino ist, was also sich von unseren Profi-Aufbauten, sagen wir mal, ja, dezent nur. In der Funktion natürlich auf keinen Fall, auch in der Ausführung. Ja, aber du kommst halt super ran. Also ja. Und du siehst alles ist wirklich ordnungsgemäß aufgebaut. Da hätte selbst der, unser Ausbaubuchmeister, der Dolde, der hätte da große Freude dran, glaube ich, oder? Ja, der hat es auch auf Mastervolt gebaut. Der Uli, schöne Grüße von uns allen, wenn du es jetzt siehst. Der geht natürlich auch bei solchen Sachen noch nach wie vor das Herz auf. Ist er auf der Abenteuerallrad? Er ist auf der Abenteuerallrad. Er ist mit seinem Buch wieder auf unserem Stand und glaube ich auch im Vortragszelt, weil wir haben dieses Jahr ein bisschen weniger Platz. Und freuen uns natürlich auch wieder auf das verlängerte Wochenende und auf das Miteinander mit dem Uli. Und, das und der Edith natürlich. Und der Edith. So, komm, mach mal zu. Wir machen Abmoderation. Ich habe Hunger. Ihr könnt das Auto so oder so ähnlich kaufen und zwar als Leerkabine und könnt sogar den Möbelbau kaufen, da bist du zuständig. Meldet euch bei Nina, das heißt, kann man dich anrufen und kann sagen, hey, liebe Nina, plan mir doch mal was, bitte Möbelmodular. Gestern haben wir ein Video gemacht, Pärchen hat abgeholt, den Möbelbau, war das einer der ersten Bausätze? Das war tatsächlich der erste Bausatz, wo ich auch aktiv schon dabei war. Der sah gut aus. Der war schön. Gibt es einen Film, sollen wir den mal verlinken? Das ja, gerne. Also schreibe ich in die Videobeschreibung rein. Ansonsten geht auf 4wheel24.de. Das hier soll links übrigens eine 4 sein. Genau, kann mal zeigen. Das ist die 4. Also 4 Wheel. Wheel heißt Rad. Genau. Wenn ihr das Englischen, also das kriege ich gerade noch hin auf Englisch. 4wheel24. Es ist ja so, du hast ja Kunden in ganz Europa. Und Englisch ist ja durchaus beliebt in Europa. Ja, das wird ein bisschen torpediert, weil es keiner aussprechen kann. Wenn man dann nach dem dritten Mal verstanden hat, was es bedeutet, bleibt es aber in mind. Es war halt mal unser Rallye-Fahr-Label, das vor bald 20 Jahren gegründet wurde und wir haben den Namen behalten. Ne? Ist der Durchstieg dabei? Ja, der Durchstieg ist auch dabei. Das ist ja immer ein Bereich, der dazugehört. Ist hier mit einem Faltenbalk versehen. Hier seht ihr das Fahrzeug von vorne. Aber der ist super. Ja? Der ist super sauber. Ja. Und er riecht so lecker, ganz ehrlich. Er riecht ein bisschen oldschool. Ne? Er riecht so oldschool, aber nicht nach VW-Bus, nach Alpen, sondern er riecht nach... Du kennst doch die alten Triebwagen, weißt du, genau, diese roten. Ja, genau, die haben so gerochen. Ja. Die hat so ein bisschen die verwendeten Kunststoffe und der MD-Tons. Und Öle auch mal ein bisschen, dass genau, dass man das drin. Also ganz lecker, wenn ihr reinkommt und darauf steht, das ist total klasse. Die neuen riechen da anders. Der Vorteil von dem ist, der kriegst du eigentlich nicht kaputt, oder? Wenn du unterwegs bist. Das Konzept ist eine Landmaschine, ne? Eine gut laufende Landmaschine mit ganz wertigen Komponenten aus deutschen Zulieferungsbereichen. Und gebaut für Feuerwehren, also Feuerwehren, die wirklich das Geld auch hatten damals. Wie gesagt, wir haben 70 Stück gebaut davon, die sind alle im Einsatz, die sind auch auf Weltreisetauglichkeit. Das ist schon ein Auto, was man empfehlen kann, gerade wenn es noch
irgendwie in diese 7,5 Tonnen Range, die ja kritisch, die auch von uns kritisch betrachtet wird. Man muss da ein bisschen aufpassen. Man sollte auch eine Kabinennummer kleiner nehmen. Und man sollte sich ungefähr, wie er es hier gemacht hat, auch an gewisse Regularien halten. Leichte Batterien, leichte Materialien, leichte Hölzer und vielleicht auch ein etwas sparsamer Ausbau. Und ein Kissmann-Kühlschrank. So. Ja. So, wir machen einen Cut. VW 24, Nina Haas, Schreinermeisterin und Ingenieur Tobi Teichmann, der Tobi, und das Ganze in Hasloch am Main auf vorwheel24.de. 89.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer mit einem Jahr Garantie auf alles. Tschüss! Tschüss!